Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, liebe Karlsruherinnen, liebe Karlsruher. Mitten in Europa herrscht Krieg. Mehr als 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom Nationalsozialismus. Mehr als 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Berliner Mauer ist eingetreten, was zuletzt außerhalb der Vorstellungskraft vieler lag. Voller Bangen haben wir in den letzten Wochen nach Russland und in die Ukraine geschaut, haben sehnsüchtig ein Zeichen der Entspannung herbeigefleht. Heute wissen wir, all unser Hoffen war vergebens. Russlands Präsident Putin hat die Ukraine angegriffen und führt Krieg. Uns erreichen in diesen Tagen Bilder unermesslichen menschlichen Leids. Tausende haben ihr Leben verloren. Täglich werden es mehr. Männer und Frauen, die sich dem einmarschierenden Feind entgegenstellen, um ihr Land und um ihre Freiheit zu verteidigen. Unbeteiligte Zivilisten, die auch in Wohnungen keinen Schutz vor Bomben und Raketen finden. Kinder beklagen den Verlust ihrer Eltern, Eltern den Verlust ihrer Kinder. Über 1 Million Menschen sind auf der Flucht, mitten aus ihrem Alltag gerissen, ihre Familien zerrissen. Ob sie sich je wiedersehen werden, ist ungewiss. Treten wir all denen, die zu uns kommen werden, in Hilfsbereitschaft, in Zuneigung, mit Verständnis und mit Empathie gegenüber. Und trotz all dieser düsteren Nachrichten verheißen auch die aktuellen Meldungen nichts Gutes. Den Menschen in der Ukraine steht das Schlimmste womöglich erst noch bevor. Ihr Schicksal geht uns an. Ihnen gehört unser Mitgefühl. Wir verneigen unser Haupt vor ihren Toten. Wir trauern gemeinsam mit ihnen und bangen gemeinsam mit ihnen um ihre Zukunft. Hier, im friedvollen Karlsruhe, nur wenige Schritte vom Platz der Grundrechte entfernt, spüren wir, es geht auf den Schlachtfeldern in der Ukraine auch um uns. Das russische Regime hat den Menschen in der Ukraine das Recht auf ein Leben in Selbstbestimmung, auf ein Leben in Freiheit und Demokratie abgesprochen. Nichts scheint dieses Regime mehr zu fürchten als die Werte und Prinzipien, die wir miteinander teilen. Und deshalb ist der Angriff auf die Ukraine ein Angriff auf die freie Welt. Dieser Angriff bleibt nicht ohne Folgen. Europa ist der Schreck in die Glieder gefahren. Ein Ruck geht durch unseren Kontinent. Wir sind in diesen Tagen Zeugen weitreichender Entscheidungen. Deren volle Bedeutung wird sich wohl erst einst in einer historischen Rückschau abschließend beurteilen lassen. Das freie Europa rückt zusammen, gemeinsam mit unseren Partnern in der EU, in der NATO und in der Welt, auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist gut und richtig, und dennoch ahnen wir, für viele Menschen in der Ukraine kommt all dies zu spät. Verfallen wir aber auch in diesen Tagen nicht in einen russischen Abwehrreflex, verfallen wir nicht in die Ablehnung von Menschen allein aufgrund ihrer russischen Abstammung. Halten wir unser Herz,
halten wir unseren Blick und halten wir unser Herz auch offen, etwa für das Leid derjenigen russischen Soldaten und ihrer Familien, die für einen von ihnen verabscheuten Krieg missbraucht werden und dafür mit ihrem Leben bezahlen müssen. In dieser schweren Stunde setzen wir hier in Karlsruhe ein Zeichen der Solidarität. Wir wollen sichtbar machen, dass uns das Schicksal des ukrainischen Volkes nicht gleichgültig ist. Wir können uns auf die Gewissheit stützen, dass unsere Werte und Prinzipien auch das russische Regime überdauern werden. Das Bekenntnis zu Freiheit und Demokratie, zur Unantastbarkeit der Menschenwürde, besitzt eine Strahlkraft, die auf Dauer jeder Gewaltherrschaft überlegen ist. Mit dieser Gewissheit rufen wir nach Moskau: Stoppen Sie endlich diesen Krieg, geben Sie Menschlichkeit eine Chance, geben Sie den Menschen in der Ukraine eine Chance. Ich danke allen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Kommen. Lassen Sie uns zunächst in einem Moment der Stille der Menschen in der Ukraine gedenken.